Den zweiten von vier Planeten der Alkari haben wir eingenommen und erobert. Nephytys 3, was für ein Name, der gehört jetzt tatsächlich uns. Zwei bleiben denen noch übrig, Nephytys 1 und ihr Startsystem. Da wollen wir als letztes dann schließlich hinfliegen. Diese Flotte wartet noch darauf, von uns gesplittet zu werden. Zwei Truppentransporter fliegen hier rüber und schließen sich hier unserer Flotte an, werden von denen dann entsprechend auch beschützt. Und hier haben wir noch einen Truppentransporter, den wollen wir nicht solo da stehen lassen. Den schicken wir darüber. Da ist noch ein weiterer Truppentransporter und ein Zerstörer, der auch genügt, um die zu bewachen. Eine Runde weiter. Oh, die haben wir verdammt lange nicht mehr gesehen. Roboter-Nachrichten. Was? A wealthy merchant has contributed an impressive sum to the Meklar Combine. Wir bekommen Geld? Von wem? Was? Wie? Großzügige Geschenkung? Das war's schon. Wie bitte? Hallo? Event? Irgendwas? Wo wird das angezeigt? Habe ich einfach nur Geld bekommen? Kommen oder ist es auf dem Planeten irgendwas mehr als noch als dieses Zeichen hier? Das war schon. Also entweder habe ich das übersehen oder das ist das kärglichste, das auf kärgliche Weise animiertes Zufallsevent. Das wäre ja wirklich schön, danke für die Credits, aber das wäre, also entweder ist es wirklich ganz, ganz kärglich inszeniert, dieses Zufallsevent, oder es ist gut versteckt und das ist auch kein Zeichen einer guten Inszenierung. Truppentransporter. Terrasa 2, einer unserer wichtigsten Produktionsplaneten. Weiteres Kriegsschiff dort bauen. Ja, definitiv. So lange reicht es mit der Verschmutzung hier aber nicht mehr aus. Also so lange geht das nicht gut. Ziehen wir hier den Giftstoffaufbereiter vor. Oh, wir hatten hier noch gar keinen Raumlift gebaut. Na, das ist ja ein Ding. Kommt erstmal der Raumlift. Dann kommt der zuerst der Giftstoffaufbereiter, dann der Raumlift. Und dann das Schiff. Bevölkerung. Zwischendurch noch ein Kolonieschiff. Sachen gibt's. Komm, 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 komm. So, jetzt haben wir aber die korrekte Reihenfolge. Alles das, was mir logisch erscheint, klicke ich jetzt einfach weg in dieser Spielphase. Verschmutzung säubern. Das sollte aber nicht zu lang sein. Nahrung. Minus 1. Klingt auch nicht so unglaublich gut. Bevölkerungslimit hier erreicht. Das schreit doch geradezu nach dem nächsten Kolonieschiff. Könnte auch so in etwa hinkommen. Bevölkerungslimit hier erreicht. Und auf unserem Startplaneten ebenfalls. Blick, ob wir irgendwo vielleicht Umweltverschmutzung senken, ohne dass es was bringt. Auf einem Planeten hatten wir es eben eingestellt, aber gewiss nicht auf mehr als einem. Alles in Ordnung.
durch den Bau so vieler Gebäude haben wir mittlerweile immer weniger Credits Überschuss pro Runde. Und jetzt wollen wir uns mal langsam hier vortasten. Hier ist eine einzelne Fregatte entstanden. Vollkommen sinnlos. Jetzt haben wir hier acht Marines. Bei Strukturen weiß ich nicht, ob das Verteidigungsstrukturen sind auf dem Planeten selber, also auf der Oberfläche. Die werden nicht gesondert angezeigt, wenn ich das richtig sehe. Wir könnten zwei oder einen Transporter schicken. Ich werfe erstmal die Atombomben. Ja, das hat geholfen. Nur noch vier Marines. Ich setze mal einen Transporter ein. Das reicht. Dann bleibt, sollte hier eigentlich einer übrig geblieben sein. Da ist der, wunderbar. Perfekt. Großartig. Schön. Erobert. Umweltverschmutzung. Lösen. Alien-Anpassungs-Dingsbums-Gebäude bauen. Wie heißt es denn nochmal? Alien-Verwaltungszentrale bauen. Als nächstes. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Dann haben wir hier eben noch einen Planeten erobert, nämlich den hier. Umweltverschmutzung sinkt und sinkt und sinkt. Komisch, dass das eben nicht angezeigt wurde. Oder habe ich es übersehen? Alien-Verwaltungszentrale kaufe ich mir jetzt mal. Und als nächstes kommt dann. Ein Klonzentrum. Ein Forschungslabor. Ein Forschungslabor. Ein Kolonieschiff ist hier angekommen, fliegt weiter. Oder soll ich mir doch den hier holen? Erstmal die Systeme sichern. Damit die kein anderer besetzt. Ein Kolonieschiff. Hier runter. Ja. Truppentransporter. Truppentransporter. Müssen wir mit denen jetzt hier hochfliegen. Torpedoboot steht uns zur Verfügung. Das wollen wir jetzt ja gleich einsetzen. Hier gegen diese Werft hier. Gegen diese Werft. Gegen diesen Militär-Außenposten. Zwei Weltraumfabriken. Alles okay. Ja. Die Truppentransporter schicken wir hinterher. Dann machen wir Folgendes. Dann nehmen wir erstmal alles das, was kämpfen kann. Noch nicht mal den Bomber. Kreuzer, Schlachtschiff, Torpedoboot. Dann fliegen wir hier hin und entdecken jemanden. Welcome, Stranger. I am the Empress of the Mershon Pride. If you scratch our backs,
We'll scratch yours. Wascht ihr meine Hände, wasche ich die euren. Mäckler haben Hände? Das wäre mir ganz neu. Also ich fürchte, mit diesem reizenden Angebot kann ich wenig anfangen als Obermaschine der Mäckler. Oder sogar vielleicht nur als KI, als Datenpaket, das durch einen stählernen Rumpf saust, aber eigentlich nur für meine Bits and Bytes empfindet und sicher nicht für die verführerischen Reize einer Katze? Weiß nicht. Ängstlich in der Stimmung wäre ich auch. Diplomatie. Ein Volk haben wir noch nicht aufgedeckt. Audienz. Welcome back, bold leader. Karten teilen. 10 Credits. Absurd. Völlig absurd. Elektromagnetische Störung entdeckt. Das heißt konkret, das hier, da ist der Master of Orion. Der versteckt sich hier. Das ist, Veteranen der Reihe kennen das. Das ist der größte, stärkste, hübscheste Planet. Der lukrativste für die Besiedlung, der von dem Master of Orion bewacht wird. Einem unglaublich furchterregenden Gegner. Wenn wir den in die Knie zwingen, dann haben wir die Partie zwar nicht gewonnen, aber dann können wir stolz auf uns sein. Dauert ein Weilchen, bis wir dahin angekommen sind. Und die sind schon weitergekommen, die Mäklar, und haben die auch noch mehr aufgedeckt. Davon wäre hier, die sind aber auch nur deshalb. Das ist die Erklärung. Das ist die Erklärung, oder so halbwegs eine Erklärung, warum diese ganzen Planeten hier anscheinend unbewacht sind. Unbesiedelt sind, weil man hier an dem Orion-System anscheinend nicht vorbeikam. Was ich dennoch nicht verstehe, ist, hier kommt man ja anscheinend durchgeflogen. Das ist mir ein Rätsel. Achso, hier. Das ist eine instabile Warpbahn. Hier ist ja gerade ein Zerstörer von uns angekommen. Hier kamen die nicht durch. Alles klar. Deshalb sind all diese Planeten nicht besiedelt. Unfassbar. 51 Planeten haben wir jetzt entdeckt. Und irgendwo hier verborgen ist der letzte Gegner. Und ich habe so einen Verdacht, wenn ich zu diesem Sternensystem runterschaue und den Namen Sol lese, dann habe ich so einen Verdacht, dass das hier, dass das Mutter Erde ist. Ein Blick auf den Pfad zum Sieg. Wir sind dermaßen haushoch überlegen, unfassbar. Technologischer Sieg, auch unglaublich weit vorne. Truppentransporter. Okay. Jedi können jetzt hinterher fliegen. Speer ist hier angekommen. Diverse Planeten werden angezeigt und aufgedeckt. Wir fliegen hierhin weiter. Und der Zerstörer mit den beiden Truppentransportern befindet sich hier. Die haben den Kampf hier schon durchgeführt. Die bleiben dann auch zur Stelle. Die bleiben da auch erstmal, denn um den Planeten anzugreifen, ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir da mehr als einen Truppentransporter brauchen. Trotzdem, ich mach das mal. Also, ich schicke die einmal hier hin, geht in eine Runde, kann ich in der nächsten Runde auch wieder zurückschicken. Ah ja, hier werden wir gut beschirmt und bewacht. Kreuzer, Weltraumtruppentransporter und so weiter. Dann schicken wir die hier hin.
Kolonieschiff. Und ein. Eine Runde weiter. Forschungslabor. Hier haben wir recht ergiebige Mineralienvorkommen. Ja, was können wir hier machen? Nichts können wir ja machen. Media 2. Vielleicht noch am ersten Terraforming irgendwelche kleinen Basisgebäude. Biosphären, eine Nahrung, eine Produktion. Terraforming 16 Runden. Das macht noch am ehesten Sinn. Klick mal alles weg, was mir logisch erscheint. Hier kommt ein Kolonieschiff als nächstes. Ja, alles klar. Und nach dem Kolonieschiff auf Tarasat 4, auf diesem Forschungsplaneten. Verschmutzung. Alles im grünen Bereich, knapp im grünen Bereich. Werden wir hier mal bauen. Einen Kreuzer. Ein Zerstörer, ein Kreuzer. Bedrohliche Flotte entdeckt. Oh Gott, das gibt's schon wieder nicht. Wird uns die schon wieder angezeigt? Null Kampfwerte, Punkte, drei Speer, eine Weltraumfabrik, also echt. Bevölkerungslimit hier erreicht. Verschmutzung ist ja wohl genug gesäubert. Klonzentrum. Damit wir hier noch schneller Leute ausbrüten. Kolonieschiff. 34 Runden. Dann reicht vielleicht auch ausnahmsweise mal ein ziviler Transporter. In 8 Runden. Das könnte knapp hinhauen. Ah, das sind die letzten. Greetings, friend. I am the president of the Reed. May the cooperation heißt der Präsident. Between our races be ever fruitful. Möge die Kooperation zwischen unseren Rassen stets fruchtbar sein. Und hier haben wir jetzt tatsächlich fast alles aufgedeckt, was man aufdecken kann. So, ich fliege jetzt mal hier hin und schaue mal, was sich dort befindet. Was ich nicht verstehe, ist, warum die Akari hierhin nicht expandiert haben. Das ist ein Planet, der unbesiedelt ist. Da ist kein Weltraummonster oder irgendwas. Verstehe ich nicht. Zwei Kolonieschiffe. Fliegen weiter. Kolonieschiff 4 fliegt runter. Oder fliegt hier hoch? Wer weiß, was wir da oben noch entdecken, ne? Doch, das mache ich. Ich schicke mal eins hier hoch. Zwei Truppentransporter dorthin. Kolonieschiff. Lohnt sich nicht. Lohnt sich in dieser Spielphase auch nicht. 5 Bevölkerungsslots. Andererseits, ich will die Planeten ja besetzen. Das lohnt sich noch eher.
Das lohnt sich auch. Das Toxische kann ich wegmachen. Truppentransporter, Zerstörer und so weiter. So, jetzt geht es mit denen hierhin. Auf dem Planeten werde ich jetzt erstmal verschmutzen, muss ich noch weiter säubern. All das hier vernichten, was es hier gibt. Drei Speer waren das, glaube ich, in einem Weltraum. Also ein Ingenieursschiff. Ah, jetzt sieht es schon interessanter aus. Sternbasis, Raketenbasis. Okay, Bomber soll natürlich nicht angreifen. Selbes Spielchen wie eben. Also erstmal alle Schiffchen da oben hinschicken. Ach so, jetzt kapiere ich das. Erst für Geschwindigkeit anklicken, muss ich das eben nicht verändern. Das ist automatisch vorgegeben. Ich habe da die ganze Zeit drauf geklickt. KI deaktivieren. Könnte ruhig zum Start auch schon deaktiviert sein. Pausieren. Truppentransporter soll natürlich niemanden angreifen. Bomber auch nicht. Zerstörer kann hochfliegen. Kreuzer kann hochfliegen. Da kommen sie angeflogen. Und machen Schrott aus den Stationen. Keiner hat, also noch nicht mal die Schilde wurden komplett runtergebombt. Nie angreifen. Drei Marines. Wir haben einen Transporter. Das sollte eigentlich reichen. Da werfe ich keine Bomben für ab. Bei Strukturen wissen wir mal wieder nicht, ob da nicht vielleicht Verteidigungsgebäude sind, aber ich tippe mal drauf, dass nicht. Ja. Das haben wir locker geschafft. Planet gehört uns. Klein verstrahlt und sehr, sehr reich. Immerhin haben wir diesmal einen Planeten übernommen, wo die Umweltverschmutzung noch nicht so massiv ist. Und wenn jetzt wieder dieses Alien-Verwaltungsgebäude als erstes errichten. Und danach dann weitermachen. Ist ja verstrahlt. Welches Gebäude hilft nochmal bei verstrahlt? Auf toxisch hilft das. Das ist was anderes. Der hier, ne? Ja, verstrahlte Welten werden unfruchtbar. Zerstörer. Truppentransporter, Truppentransporter, Weltraumfabrik, Bomber. Was haben wir hier? Zwei Kolonieschiffe.
eine Runde weiter. Produktion auswählen. Und jetzt wollen wir mal mit unserer Flotte erstmal hierhin fliegen. Zwei Kolonieschiffe vernichten, also Mann, echt. Das ist mir so allmählich nicht mehr so ganz das, was ich mir unter einem... Ja, das erzähle ich euch nachher. Wir spielen jetzt erstmal weiter. Ich will diesen Planeten Altea, den will ich erstmal klein kriegen. Alles hier rüber schicken. Weiterfliegen, Planeten aufdecken. Das ist das Orion-Monster, 61.000, der Master of Orion. 60.000 Kampfstärkepunkte. Und wir haben mit unserer Flotte hier unten 24.000. Da müssen wir noch ein bisschen basteln. Und mit der Flotte, die wir hier oben haben, da haben wir... Wo ist die? Die ist schon angekommen, ne? 62.000. Also etwa so stark wie der Master of Orion. Greifen wir erstmal die Murshan an. Erklären ihnen den Krieg. Das war ein witziger Kommentar. Ach Liebling, ich dachte schon, ihr würdet nie fragen. Hoffen wir, dass ihr dieses Mal bereit seid, die Sache durchzustehen. Dieses Mal, wir hatten noch nie einen Krieg mit denen. Sehr bizarr. Was ist deren Flotte? 9000 Punkte. Wir haben 62.000. Blick in die Statistik. Wir hatten die Menschen ja auch eben kennengelernt. Klicken wir mal alles an, was uns an Gegnern noch übrig bleibt. Die Burathi lasse ich weg. Die Akari auch, das ist witzlos. Das wollte ich nicht. Schauen wir mal bei den Kolonien. Anzahl der Kolonien, immerhin, die haben mal ein paar. Also wir haben 25, die haben etwa 12. So die Murshan, also auch die Menschen. Etwa die Hälfte von dem, was wir haben. Bei der Bevölkerung, ja, weniger. Die Murshan etwa ein Viertel, die Menschen vielleicht 40% unserer Bevölkerung, Armeegröße, oh Gott. Ihr Lieben, es tut mir leid, aber es tut mir eigentlich nicht leid, oder tut es mir leid, aber dieses Let's Play endet hier, weil das habe ich mir, das mache ich eigentlich fast immer bei meinen Let's Plays, wenn ich mich beginne zu langweilen als Let's Player und ich mir sage, wie sollte ich euch motivieren können, mir weiter zuzuschauen, dann sollte ich lieber auch aufhören. Also hier aus Pflichtgefühl heraus, aus falsch verstandenem Pflichtgefühl heraus, mich noch hier durchklicken und diese 14 Planeten oder 2x12 noch zu erobern oder was auch immer. Obwohl alles schon klar ist, selbst der Master of Orion ist keine große Herausforderung mehr für uns und das macht nicht so richtig Spaß. Die Bewegung der KI, da sind wir zumindest in der Early Access Version 2 noch ein gutes Stück davon entfernt zu sagen, das ist hier richtig gut ausgereift, aber wie gesagt, das sollte man nicht vorschnell beurteilen und aburteilen, ein Strategiespiel, bevor es nicht bei der KI ins Release gegangen ist. Vorher sollte man sich solche Urteile verkneifen, auch wenn sie einem auf den Lippen liegen. Und wir spielten hier auf dem zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Computergegner mit diesem Zufallskartenskript, das ja nicht das Standardkartenskript war, vernünftig klargekommen sind. Also wie sich die Burathi und die
Alkari da unten im Süden der Karte gegenseitig neutralisiert haben. Das fand ich sehr befremdlich. Und ja, also jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Und ich denke, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, kann ich euch auch keinen Spaß mehr vermitteln. Und deshalb höre ich jetzt damit auf. Wenn ich das richtig getimt habe, ich habe jetzt viele Folgen im Voraus aufgenommen, dann sollte eigentlich in Kürze entweder mein Preview-Let's Play mit Stellaris beginnen oder es sollte gerade begonnen haben. Ich denke, es wird in Kürze beginnen. Ich tippe mal drauf. Wir sollten jetzt etwa wenige Tage vor Lease angekommen sein und da kann ich euch nur sagen, wechselt doch einfach. Kommt mit mir. Kommt mit mir von diesem Science-Fiction-4X-Strategiespiel zum nächsten. Lasst uns ein Game-Hopping machen. Kommt mit zu Stellaris. Und werft mit mir später dann nochmal gemeinsam einen Blick auf Master of Orion. Jetzt im Augenblick aber nicht mehr. Bis dann und danke euch fürs Mitverfolgen dieser Let's Play-Reihe. Wir sehen uns bald wieder. Bald in vielleicht nur einem Mausklick. Wer weiß. Bis dann. Ade. Euer WB.